Hallo Commander, recht herzlich willkommen wieder bei Let's Fly Elite Dangerous. Ich bin Commander Evil Bob, willkommen an Bord. Und wir haben in der letzten Folge ganz schön was auf die Mütze bekommen. Das kann natürlich immer passieren. Wir sind gerade noch im Dock. Die Reparaturen sind fast abgeschlossen. Meine Schilde sind gleich wieder oben. Nachdem unser Schildgenerator ausgetauscht werden musste. Ach Gott, da war so eine Doppelspulenkopplung ausgefallen und kaputt und total zerschossen und verschmort. Das sah aus, sage ich euch. Ich hab's aber wieder relativ gut, naja, reparieren lassen. War zwar teuer, aber naja. Währenddessen habe ich mich mal auf der Station umgesehen. Nichts Besonderes. Gab es so eine Bar weiter hinten, da hinterm Markt. Weiß gar nicht, wie ist dies? Larry's Pub oder so. War gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also wer mal hier ist, ist vermutlich demnächst nichts wieder, weil nach unserem Start jetzt hier sollten wir theoretisch ja Kopfgeld bekommen. In diesem System. So, starten wir mal hier raus zu. Landeklappen einfahren und los geht's. Sollte ja nichts von außen kommen, denke ich. Von daher gehen wir mal Stoff. Och, da kommt ja doch was. Ah! Aber wir haben es nicht erwischt, alles klar. Der Sidewander, der hat vermutlich jetzt Angst bekommen. Also ich hätte Angst bekommen, wenn jetzt ein größeres Schiff so auf mich zugedüst wäre, aber egal. Achso, ja, wir haben ja jetzt gar kein Ziel. Das heißt, einfach noch ein bisschen Stoff geben und dann gehen wir in den Super Cruise und picken uns mal ein, zwei kleine Ziele raus. Mal sehen, ob wir was finden. Es sei denn, wir werden wieder ein Ziel, aber wenn uns das nächste Mal zwei Python angreifen, dann... Halleluja. Ich werde demnächst bestimmt auch mal ein bisschen handeln gehen. Damit wir mal unser Schiff etwas upgraden können. Upgraden können. tut mir leid. Kommt manchmal durch mit mir. So, soweit fliegen brauchen wir eigentlich theoretisch gar nicht. Können wir Richtung Sonne einschlagen. So. Ein bisschen weg vom Planet, damit wir ein bisschen Speed drauf bekommen, wenn es nötig ist. Und ansonsten heißt es jetzt eigentlich nur warten, bis Kontakte in Reichweite kommen. Und die werden wir dann einfach mal abfangen. Vielleicht sollte ich mir ja da für diese Aktion, dann das machen wir dann, wenn wir das nächste Mal sowas hier machen, hole ich mir noch einen Cargo-Scanner. Und dann fangen wir hier, dann fange ich nur welche ab, die wirklich viele solche Sachen an Bord haben. Und dann benutze ich meine Drohnen und lasse das einsammeln. Aber die benutze ich halt nur, wenn ich meine Waffen nicht draußen habe. Oder irgendwie so ähnlich, keine Ahnung. So, vielleicht. Ich habe noch eine andere Idee. Ich kann ja meine. Kann das ja ausschalten. Genau. Und dann mache ich die wieder Priorität 1. Und dann kann ich. Vorsichtshalber mache ich die Priorität. Meiner Waffen auf 2. 2. Alt. Beamlaser. Beamlaser. Kanone. Wo ist die andere Kanone? Da. Okay. Das heißt, nur Waffen sind auf 2 und der Rest ist auf 3. Damit uns, falls es doch passiert, dass das aus Versehen noch aktiviert ist, nicht gleich das ganze Schiff ausfällt, sondern nur unsere Waffen. So, Typ 7. Das sieht doch gut aus. Private Security. Nein, leider doch nicht. Diamondback, Turvals Shield. Nix. Cobra. Können wir mal schauen, ob die Cobra was für uns hat. Ich glaube, hier will uns irgendwas abfangen. Das kreist ziemlich penetrant um uns herum. Ha, der Adder. Okay, schauen wir uns den mal an. Mal sehen. Vielleicht hat der ja was. Ich glaube, es steht ja immer da, ne? Wie nennen die das? Blabla, Kurier. Ich hab's schon wieder vergessen. Die hatten jedenfalls einen speziellen Namen. Oh, Typ 6 Transporter. Das könnte hinkommen. Private Security. Fein Deadly. Der Typ 6 Transporter ist Deadly. Na, herzlichen Glückwunsch. Wer sich wohl von denen abschießen lassen hat, der ist selber schuld.
Na gut, der Hauler, da könnte es gewesen sein, dass sich abschießen lassen hat. Aber es ist auch bloß diese private Security-Firma. Bringt uns alles nicht weiter. So ein Mist. So. Jetzt wieder die Sache. Vielleicht. Obwohl, vielleicht schneide ich das jetzt gleich mal raus, bis ich ja jemanden gefunden habe, damit wir hier nicht ewig durchs Nichts fliegen. Da ist eine Anaconda im Wing unterwegs, die zur Security gehört. Mit einer Python im Wing, na klasse. Die sollten uns dann nicht in die Quere kommen. Wenn wir irgendein Opfer gefunden haben sollen. Aber bis jetzt sieht's eh schlecht aus. Ich bleib mal kurz stehen hier. Wenn wir stehen, kann uns kein NPC abfangen. Ich weiß auch nicht, ob uns ein Spieler abfangen kann, ist mir halt noch nicht passiert. Ist mir, glaube ich, insgesamt noch nicht passiert, dass mich ein Spieler abge... Doch, doch, doch. Obwohl? Nein, nur im... Na, da waren wir schon außerhalb vom Super Cruise. Ansonsten ist es mir wirklich noch nicht passiert. Ich schaue nochmal auf die Galaxy Map, ob wir ja wirklich so richtig, richtig sind. Ist durch sie kontrolliert und sollte eigentlich Leute beherbergen. Okay, da kann ich dabei nochmal bei uns schauen. Wie sieht's denn aus? Control. Gut, das habe ich schon gesehen. Das ist verteidigt. Wie sieht's denn mit Expansion aus? Mehrere, die eingenommen werden sollen und viele, die vorbereitet werden sollen. Na da. Das ist eine gute Lage hier. Ich glaube, das bringt wirklich Profit, dieses Teilchen. Das sollten wir eigentlich einnehmen. Habe ich ja leider fürs Falsche gewotet. Aber es ist auch immerhin praktisch, wenn man nur innerhalb seiner Grenzen expandiert. Es ist... Zumindest gibt das ein sichereres Gefühl. Man sieht, glaube ich, nur leider nicht, wie weit der Status ist, oder? Doch. Okay. Ich glaube, es ist überall schon abgeschlossen, der ganze Expansionsprozess. So, schauen wir mal, ob es hier was Neues gibt. Private Security. Immer noch. Da ist jemand anders. Mal umdrehen. Mal sehen. Wo, ich habe das Gefühl, der wird gleich verschwinden. Hatte ich fast recht. Ist irgendwie gerade nichts los. Nur dieser Typ 6 unterwegs. Was ist denn das für ein lahmes System, hey? Da, der könnte doch. Vielleicht hat der Glück. Also, kein Glück hat er, wir haben ein Glück. Private Security. Also irgendwie... Nicht wirklich. Eine Vulture. Ist da nicht drinne. Hier ist wirklich nirgendwo was los. Ja, es ist halt schwierig bei diesen Elite Dangerous Let's Plays. Es ist unvorhersagbar, wo oder wie man nun was findet. Ich könnte auch einfach wieder zu unserem Kapitalistenfreund fliegen und da noch ein bisschen Bambule machen. Da müssten wir aber wieder ein ganzes Stück fliegen und das ist auch, ja, nicht so meine Intention, würde ich sagen. Imperial Courier, wo bist du denn? Du bist, da bist du. Du siehst doch so aus, als ob du irgendwie feindlich wärst. Nee, doch nicht. Doch! Ah, zu Liu Yong Gong Rui. Das heißt, da ist eh auf dem Weg zu uns und will uns abfangen. Würde ich sagen, das können wir den durchgehen lassen. Conan Brown! Okay. Wanted. Wie viel denn? 30.000. Naja, da sage ich, obwohl, können wir das dann einsammeln, wenn wir hier Kopfgeld kriegen? Ich denke eigentlich nicht. Wir werden eh gleich abgefangen von unserem Imperial Courier, so wie ich das gerade sehe. Aber was soll's, wir können das ja mal versuchen. Naja, ich hab's gewusst. Na gut, du hast es ja nicht so anders gewollt. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Komm.
hat er gegimpelte Waffen, da macht er ganz schön Schaden, ey. Und das nur dieses Mini-Teil. Und seine Schilde halten auch ganz schön was aus. Hält auch so irgendwie was aus. Na? Ist auch irgendwas verkehrt heute? Was ist denn mit meinen Schilden los? Gibt's doch gar nicht. Seht ihr das Schiff? Das ist klein. Ich meine, ich find's total cool. Ich werde auf jeden Fall noch eine Folge in diesem Schiff machen. Weil ich mag den Sound und ich mag das Cockpit. Das gleiche, also das ist ja vom Design und vom Hersteller, das ist ja das gleiche wie der Imperial Courier, das ich gerade habe. Von, wo steht's? Guatemala, wie das hieß. Irgendwo steht's, glaube ich, auch dran. Ich glaube, wenn ich ins Licht fliege, sieht man's. Ich dachte, das stand da mal dran. Kann aber auch schon. Ach doch, ganz leicht sieht man's. Da. Seht ihr's? Da. Vom selben Hersteller. Deswegen gefällt mir das Cockpit auch, aber dasselbe wie bei diesem Schiff. An sich, die Form finde ich ziemlich cool, nur, sag ich mal, die Schnauze des Schiffs, die haben sie bei beiden Schiffen irgendwie, ist okay, aber hätten sie definitiv cooler machen können. Jetzt ist unser Schild natürlich wieder auf Höchstleistung. Ich brauche definitiv bessere Schilde. Auch egal, wenn es dann 50 Millionen kostet, ich brauche die einfach. Naja, stimmt. Es ist natürlich hier wieder nichts los. Hey, 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 hey. Da, was ist das? Schon wieder. Ach Gott, lass mich in Ruhe. Aber ich habe immerhin Energie auf meine Schilde gegeben und die gingen trotzdem so schnell nach unten. Das gibt's ja gar nicht. Im Gegensatz dann bei dem Ding, das hat ja ganz schön gedauert. Aber naja. Ich glaube, ich fliege jetzt wirklich nochmal woanders hin. Es war, glaube ich, die hier, oder? Wo wir uns gerade befinden, ja. Ach, das Problem ist, dass da hier keine Transporter unterwegs sind, liegt daran, dass die sich, glaube ich, die macht, glaube ich, Präparation, Kontrolle und Expansion, alles mit Kampf. Heißt, ich bin sehr schlau und bis jetzt läuft die Aktion super gut, weil alles gut durchdacht war und eigentlich alles für den Arsch ist. Gut, dann gucken wir mal zu Felicia. Die hat auch immer so schöne Sachen für uns, ne? Oha, die steht aber unter Beschuss. Wow, 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 wow. Alter Schwede. Ja, ich glaube, das System, das ist angreifbar. Da können wir mal hinmachen. So. Ja. Es sind ein paar Sprünge. Wie sieht's mit der Navigation aus? Ich bin doch... Ach nee, wir haben ja Drohnen an Bord. Ja gut. Wie gesagt, ich spring mal schnell dahin. Weil sonst hat das ja alles keinen Sinn, sag mal so. Ich glaube, demnächst suche ich mir einen anderen Gegner raus. Irgendwie. Vielleicht hätten wir noch einen Danton Patreus nehmen können oder wie der hieß. Muss ich gleich mal die Powers durchschalten. Welche denn zum Beispiel in ihren Verteidigungssystemen solche Teilchen hatten mit. Ja, ihr wisst schon, mit diesem Zeug an Bord, mit diesem Propaganda-Gedöns. Schauen wir uns mal ganz kurz die Powers an. Wir haben in der Nähe die okay, die hat, ja, scheinbar hat die was an Bord für Preparation. Ach nee, die macht das mit Geld. Aha, okay, deswegen haben wir da nichts bekommen. Und der macht das mit Geld und Kampf.
Und bei der Felicia waren wir letztens, genau. Was auch mit Geld? Oh Gott, fragt mich mal, was macht der? Der macht nur Kampf. Ja, womit das jetzt genau zusammenhängt und was wir da letztens abgeschossen haben, bin ich mir jetzt schon fast gar nicht mehr ganz so sicher. Wer sich da auskennt, kann ja ruhig was in die Kommentare posten. Ich kann auch nur machen, was ich hier gerade sehe oder weiß oder denke. Und bin der Meinung, wir fliegen jetzt dahin und finden was. Oder auch nicht. Mal sehen. Wie viele Sprünge sind es denn? Oh Gott. So, wir sind nun endlich angekommen im gewünschten System und tanken gleich ein bisschen, damit wir dann schleunigst im Notfall. Dam, dam, dam. Ja, so viel dazu. Und noch einmal. Ja, sind wir jetzt. Was ist mit unserem Schild? Warum ist unser Schild unten? Ah. Okay, wir befinden uns. Wo befinden wir uns? Ach, wir sind im gewünschten System. Nur halt irgendwie ohne Schild. Und ja. Was ist denn das überhaupt für ein System? Zeig mir das mal. Es ist, stimmt. War das sogar das? Ach nee, NER, das war ja unser letztes System. Wo ist denn das eigentlich? Ist das gleich nebenan irgendwie? Ist das hier mit? Oder ist das, gehört das mit zum. Ah, das ist da unten das. Wäre das näher dran gewesen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, weil mir ja so nach links und rechts hätte sich nicht viel gegeben. Genommen, meine ich. Ah, naja. Ah. Gut, Schild, lade dich auf. Hat von euch jemand den aktuellen E3-Trailer gesehen mit diesem PvP-Modul? Also ich fand den Trailer ja ganz schön übertrieben. Also da muss ich ehrlich sagen, da braucht sich die Macher von Elite Dangerous, die brauchen sich nicht aufregen oder wundern, warum manche denen vorwerfen, dass sie hier ihre Leute, also ihre Kunden betrügen würden oder denen was Falsches vorgaukeln würden. Denn in dem Trailer waren riesige Raumschlachten zu sehen und bla und blub. Action nonstop. Ja, aber das ist ja in dem Spiel gar nicht so. Also bitte, es kann sein, dass es das irgendwo gibt, aber bitte, wenn das jemand weiß, verratet mir es zum Beispiel, in welchem System denn, bitte schön, Flotten, wo mehrere Zerstörer und Träger daran beteiligt sind, gegeneinander kämpfen. Ganze Flottenverbände. Maximal sieht man ein größeres Kampfschiff, was damit rumtaucht. Maximal zwei, aber das war's dann auch schon. Von daher, auch wo die überall lang geflogen sind und so, ist ein bisschen, fand ich den Inhalt da aus dem Trailer aus dem Spiel rausgerissen, weil, tja, so ist es leider einfach nicht. Es ist cool, aber es ist ruhiger. Es ist nicht so komplett actiongeladen, wie die es da darstellen. Und wenn ich mich jetzt hier irre, dann bitte schreibt mir das in die Kommentare. Sagt mir denn, wo ich sowas finde. Dann nehme ich das auch wieder zurück. Aber von meinen Eindrücken bisher, und ich spiele das ja schon eine Weile, kann ich nur sagen, ist der Trailer übertrieben und vermittelt nicht wirklich, was hier in dem Spiel eigentlich abgeht. Federal Agent. Steht nicht da Enemy, aber ist glaub ich auch egal. Ich brauche aber. Ah, das brauche ich. Das brauche ich. Da ist es doch. Komm mal her. Federal Courier. Ah. Na, das hier, oder? Huch. Out of range. Aber so weit weg sind wir doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Hat bestimmt was mit der Geschwindigkeit zu tun, ab wann so ein Interdikt in Reichweite ist und wann nicht. Na? Jetzt muss es doch langsam funktionieren. Ah, ich hatte das falsche Modul ausgewählt. Welches das auch immer war. Na. So, mal sehen, ob der uns Ladung abwirft. Da macht's einen nicht leicht. Er
Danke für den Hinweis. Was war das denn? Ja. Ich weiß. Tut mir leid. It's just business. Och, da schießt er zurück. Ja, ich weiß. Oh, hat er schon was abgeworfen? Ah, alles klar. Okay, wir brauchen unsere, schnell unsere, na, Drohnen. Wo sind sie? Okay. Okay, sie sehen an. Und funktionieren, glaube ich, sogar noch. Kollektor, da ist es, genau. Okay. Wir müssen natürlich unseren Cargo Hatch auch aufmachen. Na? Nein. Oh, verdammt. Was war das? Ach, verdammt, unsere... Ja, 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 wir brauchen unseren... Unser Cargo Hatch ist 2. Gehst du an? Priorität 1. So, danke. An was man ja nicht alles denken muss. So, dann bitte das da einsammeln. So, wie wär's denn? Kollektor und... Ja. Wo fliegt... Da fliegt sie! Sieht ja lustig aus. Ja, bringen wir das wieder. Können wir mal schauen, ob wir das sehen aus der Außenkamera. Aber ich glaube fast, ich bin nicht schnell genug, um unter mein Schiff zu gelangen. Oder? Oder? Ah, hat leider nicht geklappt. Okay. Aber lustig ist das. Gut, dann das wieder zu. Ich habe natürlich jetzt auszusehen Silent Running kurz aktiviert gehabt. Da ist natürlich unser Schild wieder unten und aus. Gut, kann man nichts machen. Müssen wir kurz warten. Aber ich kann ja währenddessen schon wieder ein neues Ziel suchen eigentlich. Ach ja, wir müssen natürlich unsere Hardpoints wieder einziehen. Und wir sollten... unsere Kontrolleinheit wieder ausschalten. Genau, damit wir dann auch schießen können im Notfall. Aber immerhin, wir haben es endlich geschafft, immerhin einen zu erwischen. Nach ungefähr einer Stunde Spielzeit. Ja. Das meinte ich halt, wenn man es so nimmt, die Sache mit dem Trailer, ne? Federal Agent. Oder bist du bestimmt wieder Federal Agent? Kleines böses Schiffchen da. Ja, ist Federal. Oh, Typ 7 Transporter. Du bist doch bestimmt Kurier. Du bist wirklich Kurier. Na, klasse. Interdikt. Können wir schon? Get behind target. Ah, ja. Na klar. Geben wir mal ein bisschen Stoff, um da hinter denen zu kommen. So, ziehen wir rum und dann wird abgefangen. So, mal sehen, ob der ein bisschen mehr an Bord hat, was er uns geben kann. Na, komm. Huch. Aber nicht so ganz so einfach. Wah. Na, na komm. Ich finde das immer doof, dass dann... Das dann... Na, schießen? Modul ist disabled. Ach,
Fire Groups. Wir müssen auch unsere Cargo Hatch ausschalten. Ah, ist das ein Management. So, jetzt aber bitte. Oh, da hat Chef Launcher drin. Und möchte uns davon boosten. Aber wir haben ja auch einen Chef Launcher. Na, Kanonen, wie wär's, wenn ihr mal trefft? Und wie wär's, wenn du jetzt mal deine Fracht abwirfst? Danke. Oh. War das etwa eine Mine? Huch. Das ist ja schon kaputt. Und was immer da jetzt rumgeschwebt hat, hat unsere Point Defense abgeschossen. Das war vermutlich eine Mine. Okay. Bedeutet, das Ganze war wieder nicht so ganz erfolgreich. Aber ich bin mir sicher, wir schaffen das noch. Ein langer, langer Flug. Sehr lang, genau zu sein. So. Kommt schon, noch ein wenigstens. Noch einen möchte ich haben, dann können wir erstmal wieder in Ruhe weiter schwaben. Ne, keine Ahnung. Federal Dropship. Na, das mag ich doch. Master Courier. Federal Courier meine ich. Okay, ich hoffe doch. Als Dropship wirst du doch bestimmt was dabei haben, oder? Na komm. Na, gleich sind wir hinter dir, gleich sind wir hinter dir. Gleich sind wir hinter dir. Zählt das jetzt immer noch nicht? Ah, jetzt. Ja, komm. Na komm, du bist so schön träge, du kannst nie und nimmer diesen Teil hinterher folgen. Und bam! Ich weiß. Ja, ich weiß das auch. So, komm mal her, schönes Dropship. Du bist doch mein Freund. Gib auf, werf deine Fracht ab. Hä? Bitte was? Ich hätte die Powerplant auswählen sollen. Huch, ganz schön nah. Er hat schon was abgeworfen, das ist gut. Ah, langsam könntest du auch sterben. Oh, was kommt da? Kommt. Komm, stirb. Danke. Und zurück zu den... Okay. Alles wieder einschalten. Ich brauche meine Cargo Hatch und ich brauche meine Kontrolle darüber. Okay. Dann... Wo ist mein Einsammelteilchen? Wo ist es denn? Hä? Ach hier, Collector. Alles klar. Da hinten kommt schon Polizei, deswegen bitte ein bisschen Beeilung. Ja, genau. Und du da auch gleich. Achso. Öffnen. Und du auch. Ich hoffe, das funktioniert auch mit im Flug. Was? Ich glaube, man muss stehen bleiben. Ich bleib lieber stehen. Oh, da kommt schon die Security. Schnell rein mit euch. Ja,
Oh. Los, Drohne! Beeilung! Oh. Ja, ich weiß, ich bin gesucht. Drohne. Ja, Crime detected. Los! Tut das rein, tu es rein, los! Okay. Okay, dann. Nein. Und los geht's. Vielleicht noch eine Chillzelle? Schildzelle. Ja. Und dann noch ein Schaffler-Anschau vielleicht. Hui. Und Schild wieder aufladen. Das hat auch super funktioniert. Huch, was kam da? Ach, das war unsere Drohne. Fliegt die uns hinterher? Das muss ich mir jetzt von außen ansehen. Ob die das tut. Sieht fast so aus, oder? Ist sie das da? Ah, man sieht es nicht richtig. Und irgendwo da hinten sind die anderen, aber die sieht man ja auch kaum. Ihr bekommt mich nicht, niemals. Da ja, würde ich sagen, mal unsere Waffen einziehen und dann verschwinden wir mal von hier. So, ich fliege jetzt hier mal weg aus der Reichweite und springe in die nächste wieder Richtung Heimat. Wir wollten das ja auch nur mal testen, wie das hier funktioniert. Ja. Ja, 45 Powerplay with S-Link Deval. Okay, vermutlich 45 mehr jetzt für das, was wir jetzt abgeschossen haben. Aber egal, erstmal vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Fly Elite Dangerous mit eurem Commander Evil Bob. Schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ich komme heil nach Hause. Wir sehen uns in der Heimatstation. Alles klar, ciao.